If you look at your outline, you'll see the theme of our prophecy conference. Wenn ihr das Programmheft anschaut, dann werdet ihr einen Überblick bekommen über die fünf Abende. And the basic theme on top is prophecy and the Jew. Und das Thema, was hier oben genannt wird, ist die Stellung der Juden in der Prophetie. We'll be developing a more specific theme as we proceed, and what that is will become more apparent later on. Und wir werden dieses besondere Thema über diese fünf Abende entwickeln. Now begin tonight with the study on the six abodes of Satan. Heute Abend beginnen wir mit einem ersten Thema, die sechs Aufenthaltsorte Satans. And this will lay the groundwork for the other sessions we'll be having. Und dieser Vortrag bildet die Grundlage für die weiteren Vorträge nächste Woche. On Monday night we'll cover the information on page 3. The Jews and the Tribulation. Am Montagabend wenden wir uns dann dem Thema auf der dritten Seite zu, die Juden und die Trübsal. And we shall see how God's program for the tribulation is especially attached to his program with the people of Israel. Und dort werden wir erkennen, wie sein Plan der Endzeit, der Trübsalzeit, sehr eng verbunden ist mit seinem Plan für das Volk Israel. On page 4, we normally follow up the next study on the basis of the second coming of the Messiah. Auf der Seite 4 seht ihr das nächste Thema, was wir normalerweise behandeln, die Basis der Wiederkunft Jesu. But for this week, we will not detail this for the study. Aber in dieser Woche werden wir dieses Thema nicht im Detail behandeln. But we'll also simply summarize what it says on the day on Monday night with the tribulation. Vielmehr werden wir das Thema zusammenfassend am Montagabend behandeln. On Tuesday we'll go to page 5 and deal with the campaign of Armageddon. Am Dienstag dann werden wir auf der Seite 5 sein, die Schlacht von Armageddon. And we'll study the 8 stages of the Armageddon campaign. Werden dort etwas über die 8 Phasen dieser Schlacht erfahren. And we'll also study this using some pictures of this campaign. Und während diesem Vortrag werde ich euch einige Bilder zu diesem Vortrag zeigen. I do not as yet have any pictures of the actual campaign of Armageddon just yet. Für die, die besonderes Interesse an Bildern von der eigentlichen Schlacht haben, da muss ich euch enttäuschen. We'll have to wait a few more years. Müssen wir noch ein paar Jahre warten. But I do plan to have my camera ready at the time and snap away. Aber seid bereit, dass ihr dann eure Kamera dabei habt. So the Messianic Kingdom, I can go from place to place to show my authentic slides of Armageddon. Dann könnt ihr im tausendjährigen Reich dann echte Bilder von dieser Schlacht zeigen. For now, I've taken pictures of maps that show the different routes the armies will take. Aber heute, das ist klar, werde ich euch Bilder zeigen und auch Landkarten zeigen, wo ihr die Orte sehen könnt, wo diese 8 Phasen stattfinden. And also pictures of different localities in the Middle East where these different stages will occur. Und ich werde euch auch Bilder von verschiedenen Orten im Mittleren Osten zeigen, wo eben diese Schlacht stattfinden wird. And so this will be our study for Tuesday night. Das wird unser Studium am Dienstagabend sein. On Wednesday night we'll go to page 7 and deal with another question, how to destroy the Jews. Und am Mittwoch wenden wir uns dann einem weiteren Thema zu, nämlich auf Seite 7, wie man die Juden in Anführungszeichen vernichtet. And the night study will simply lay the foundation for these studies in your outline. Und genau heute Abend werden wir die Grundlage legen für diese Vorträge, besonders am Mittwoch. But on Thursday night we'll go from these studies to a study concerning the rapture of the church. Und am Donnerstagabend werden wir uns dann der Entrückung der Gemeinde zuwenden. I will get an outline for you for that for Thursday night, which is different than the outlines here. Und am Donnerstag bekommt ihr dann noch mal eine extra Übersicht zu diesem letzten Thema. Let's turn then to the book of Ezekiel, chapter 28. Lass uns das Buch Ezekiel aufschlagen. Ezekiel, Kapitel 28. Now what I want to do tonight is to trace the career and the biography of Satan. Was wir heute Abend machen wollen, ist uns die in Anführungszeichen Karriere oder Biografie
Satans anschauen. And the best way of doing so is by means of the six bowls, the eater has lived, is living, or will live in the future. Und die beste Art und Weise, das zu tun, ist, indem wir uns seine sechs Aufenthaltsorte anschauen, so in denen er lebte, lebt oder leben wird. The six abodes are chronological in sequence. Diese sechs Aufenthaltsorte sind chronologisch. The first two are now historical abodes. Die ersten beiden sind Geschichte. The third abode is his present one. Der dritte Aufenthaltsort ist der, den er momentan innehat. The last three are still future. Und die letzten drei befinden sich immer noch in der Zukunft. Ezekiel chapter 28 reveals the two historical abodes of Satan. In Hesekiel 28 werden wir über die zwei ersten in der Geschichte zurückliegenden Aufenthaltsorte Satans informiert. In the outline I've given you many more passages that we shall have time to cover. In der Übersicht, die ihr heute vor euch habt, findet ihr noch viel mehr Textstellen, für die wir aber heute Abend keine Zeit haben. And we'll cover some of these, but in detail, but others will simply summarize. Einige dieser Textstellen werden wir uns genauer anschauen können, andere müssen wir zusammenfassen. Now in chapter 28, verses 1 through 10, he addresses a man that he calls the Prince of Tyre. In den Versen 1 bis 10 von Hesekiel 28 spricht er von einem Mann, den er den Fürsten von Tyrus nennt. Now if we go back to Ezekiel's day, we discover that the same man Ezekiel calls a prince, the rest of the world calls him the king. Wenn wir zurückgehen in die Tage Ezekiels, dann werden wir feststellen, dass der Mann, den Ezekiel hier Prinz von Tyrus nennt, die Welt damals König von Tyrus nannte. But God gives him a lesser title, not that of king, but that of prince. Doch Gott gibt ihm einen geringeren Titel, nicht den Titel eines Königs, sondern eines Prinzen. I will see the reason for this in a few moments. Und den Grund dafür werden wir in Kürze sehen. The man is set upon the throne of Tyre, pretty well controlled the sea lane traffic of the Mediterranean. Der Mann, der auf diesem Thron von Tyrus saß, war derjenige, der zu dieser Zeit fast vollständige Kontrolle über die Seewege des Mittelmeers hatte. So if you were a merchant or a businessman living in Babylonia or Assyria and you wished to transport your goods to Greece to Rome, you have to bring them overland by caravan into the port city of Tyre. Wenn du also ein Kaufmann in dieser Zeit warst, in diesen Tagen, ein Kaufmann aus Babylonien oder Syrien und wolltest Güter nach Griechenland oder Rom bringen, dann musstest du sie zunächst auf dem Landweg per Karawane zum Hafen Tyrus bringen. As you brought your goods into Tyre, there'd be certain port taxes you would have to pay. Während du deine Güter dann nach Tyrus eingeführt hast, musstest du zunächst erstmal Einfuhrzölle bezahlen. And the money for these taxes entered this man's treasury. Und diese Einfuhrzölle landeten direkt in der Schatzkammer dieses Prinzen oder Königs. You then have to lease Tyrian ships from the leader of Tyre, and the money for the lease also went into his treasury. Als nächstes musstest du für diesen Export Schiffe von Tyros pachten, und auch diese Pacht landete in der Schatzkammer des Königs von Tyros. Only Tyrian sailors could sail these ships. You have to hire the sailors from the leader as well. Es war damals auch Gesetz, dass die Seeleute Männer von Tyros sein mussten, sprich auch das Geld für die Seeleute blieb in Tyros. So with all this wealth, the man became extremely wealthy and also politically powerful. Deswegen wurde der König von Tyros in seiner Zeit damals extrem reich und auch politisch sehr einflussreich. Even kings like Solomon and Jehoshaphat had to make these arrangements with the leader of Tyre. Selbst Könige wie Salomon oder Jehoshaphat mussten in ihren Tagen Verträge mit dem König von Tyros eingehen. But they came in this man's life, they began to meditate in the wrong manner upon his wealth and his authority. Say it again, please. He began to meditate in a wrong way upon his wealth and his authority. Aber die Menschen damals dachten auf eine falsche Art und Weise über den Reichtum des Königs von Tyros nach. He was filled with pride. Er selbst füllte sein Herz, der König Tyros füllte sein Herz mit Stolz. In verse 2, this pride led to a self-declaration of deity. Und im Vers 2 von Hesekiel 28 führte dieser Stolz in seinem Herzen zu der Selbsternennung, dass er sich selbst zu Gott machte. And he declared, I am God, I sit in the seat of God in the midst of the seas. Und in dieser Erklärung sagte er, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere. And for this pride that would lead to his fall and the judgment of God. Und aufgrund dieses Stolzes ist dieser König gefallen,
aufgrund eines Gerichts Gottes. Now again, the world calls him the King of Tyre, but God gives him less the title of Prince of Tyre. Erinnert euch nochmal dran, die Geschichtsschreibung gibt ihm den Titel König von Tyros. Gott gibt ihm einen geringeren Titel, Prinz von Tyros. Because the true King of Tyre is not the visible person sitting on the throne, but an invisible being who controls the visible one. Denn der tatsächliche König von Tyros ist nicht der sichtbare Mann, der damals auf diesem Thron saß, sondern ist ein unsichtbarer Mann, der diesen sichtbaren beherrschte. And because the invisible one controls the visible one, he is the true King of Tyre. Und weil eben der Unsichtbare den Sichtbaren kontrollierte, deswegen nennt Gott den Unsichtbaren den wahren König von Tyros. So beginning in verse 11, he now turns his attention away from the visible to the invisible. Und so sehen wir dann ab Vers 11 die Aufmerksamkeit von dem Sichtbaren zum Unsichtbaren gelenkt. As he talks about him, he reveals the first two abodes of Satan. Und während er so von diesem König spricht, offenbart er die zwei ersten Aufenthaltsorte Satans. I'll read verses 11 through 16. Lass uns die Verse 11 bis 16 lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und aber in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Innerstes mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Again, these verses we have the first two abodes of Satan. In diesen Versen lernen wir die ersten beiden nun geschichtlichen Aufenthaltsorte Satans kennen. The first abode is the middle of verse 14. Der erste Aufenthaltsort wird uns in der Mitte von Vers 14 genannt. I set you so over the holy mountain of God. Du warst auf Gottes heiligem Berg. The Bible uses many symbols, but it is rather consistent in the usage of symbols. Ihr wisst, dass in der Bibel sehr oft Symbole gebraucht werden und dabei die Bibel auch sehr konsequent oder konsistent ist, wenn sie Symbole gebraucht. Any one symbol is used the same way from in both testaments about 95% of the times. Wir können feststellen, dass die meisten Symbole zu 95% während der ganzen Bibel für den gleichen Gegenstand gebraucht werden. In about 5% the symbol can be used more than one way. Und in geringen Ausmaß, in 5%, kann ein Symbol auch mal in was anderes bedeuten. For example, whenever the word mountain is used symbolically, it symbolizes a king or kingdom or throne. Wenn immer wir zum Beispiel einen Berg als Symbol in der Bibel genannt bekommen, dann steht das fast immer für einen König, für einen Thron oder für ein Königreich. And when he was set over the mountain of God, it means he was over the very throne of God. Wenn hier also steht, du warst auf Gottes heiligen Berg, oder genauer in der Übersetzung eigentlich über Gottes heiligen Berg, dann heißt das, er schirmte oder er saß über dem Thron Gottes. In chapter 1, Ezekiel describes how other cherubs are beneath the throne and bearing the throne. Wenn ihr Ezekiel Kapitel 1 lest ihr von weiteren Cherubinen, die unter dem Thron waren und mit ihren Händen den Thron trugen. But Satan had a better position. He was like a canopy overshadowing the very throne of God. Doch Satan hatte eine viel bessere oder erhobenere Stellung. Er befand sich über dem Thron Gottes wie eine Art Kanapee. And he points out three things about the nature of Satan during the first abode. Und Ezekiel offenbart uns drei Eigenschaften oder Wesenszüge Satans in seinem ersten Aufenthaltsort. First of all, at the end of verse 12, you sealed up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Als erstes im Vers 12, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit.
The phrase to fill up a sum is a Hebrew idiom meaning to fill up a measure, to fill up a pattern or to fill up a blueprint. Wenn hier steht, du warst das vollendete Siegel, dann handelt es sich hierbei um einen hebräischen Terminus. Und as, im Hebräischen bedeutet das also wirklich vollendet, ein vollendeter Plan. As God began to do his work of creation, he chose to limit himself to a specific pattern or blueprint. Als Gott seine Schöpfung begann, entschied er sich, seine Schöpfung gemäß einem begrenzten Plan auszuführen. When animals were created, they filled up so much of the pattern. Als die Tiere zum Beispiel geschaffen wurden, füllten sie zum Beispiel so viel dieses Planes Gottes. Humanity filled up more. Die Menschheit füllt mehr dieses ursprünglichen, endgültigen Planes Gottes aus. Other angels even more. Andere Engel füllen noch mehr dieses Planes aus. When this was created, he filled up the sum, he filled the entire pattern in two areas, wisdom and beauty. Und was dieser Vers ausdrückt, ist, dass in dem Moment, als Satan geschaffen wurde, er den Plan Gottes völlig ausfüllte, und zwar in zwei Kategorien, in Weisheit und in Schönheit. This means he was the wisest of all created beings. Heißt mit anderen Worten, er war der weiseste aller Kreaturen. And secondly, he was the most beautiful of all created beings. Und zweitens war er der schönste aller geschaffenen Dinge. Early in my ministry, I was holding a similar conference in the conference grounds in the USA. Kurz zuvor, bevor ich hier zu euch gekommen bin, war ich auf einer Konferenz in Amerika. And each night we had a question and answer session afterwards. Und an jedem Abend haben wir am Ende eine Frage- und Antwortzeit gehabt. And one evening a woman stood up not to ask a question, but to give us her nomination for who she thought the Antichrist would be. Und am Ende stand eine Frau auf und sie wollte gar keine Frage stellen, sondern sie wollte eigentlich nur erklären, wen sie für den Antichrist halten würde. And she nominated King Faisal of Saudi Arabia. Und sie, King Faisal of Saudi Arabia. Und sie nannte König Faisal von Saudi-Arabien. A few weeks later he was assassinated, that destroyed that theory rather suddenly. Und kurz später wurde eben dieser Herrscher ermordet, und das hat offensichtlich ihre, in Anführungszeichen, Prophetie zunichte gemacht. By this point he was still living. At that point of time, he was still living. Ja, an dem Zeitpunkt aber, also wo ich auf dieser Konferenz war und das passierte, dass diese Frau diese Sicht weitergab, war dieser König immer noch lebend. I asked afterwards, why did she pick King Faisal to be the future Antichrist? Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, warum hat sie ausgerechnet diesen König Faisal damals auserwählt als den Antichristen? Her answer was, because he's as ugly as the devil. Weil sie ihre Antwort war, weil ich glaube, dass er der Teufel ist. So I asked another question. Da habe ich ihr eine andere Frage gestellt. How do you know how ugly the devil is? Have you seen him lately? Woher weißt du, wie der Teufel aussieht? Hast du ihn kürzlich gesehen, getroffen? She said, no, she hadn't seen him at all. Und dann sagt sie, nein, ich habe ihn niemals gesehen. But she looked at these paintings of Satan. The artists have painted, always paint them along ugly lines. Und sie sagt, wenn ich mir aber immer diese Bilder, die hergestellt werden von Satan, anschaue, dann sind sie hässlich genug, dass ich mir Satan vorstellen kann. And she told me, King Faisal looks just like Satan's picture. Und dann sagte sie mir, König Faisal sieht ganz genauso aus. That's why he had to be the Antichrist. Deswegen muss er doch der Antichrist sein. She was accurate that artists have painted Satan along ugly lines. Insofern hatte sie recht, dass Künstler Satan in der Regel sehr ekelhaft darstellen. That is not his portrait in scripture. Aber das ist nicht sein Bildnis, wie er uns in der Schrift vorgestellt wird. The exact opposite is true. Genau das Gegenteil davon ist wahr. Of all created beings, he was the most beautiful and the wisest of them all. Von allen geschaffenen Wesen war er der schönste und der weiseste. The second thing about his nature before his fall is in verse 14. Den zweiten Charakter seines Wesens finden wir, und das bezieht sich auf die Zeit vor seinem Fall, im Vers 14. You are the anointed cherub. Du warst der erwählte Cherub. When the Bible speaks of the beings of the heavenly sphere, it talks about three different categories. Wenn die Bibel von den himmlischen Wesen spricht, dann spricht sie von drei verschiedenen Kategorien. Lowest order are the angels.
In der untersten Kategorie finden wir die Engel. With Michael being the archangel, the chief angel, the one authority over all the angels. Mit Michael als dem Erzengel, also dem Leiter, dem Haupt über alle Engel, mit Autorität über die Engel ausgestattet. Above the angels are the seraphim. Über den Engeln finden wir die Kategorie der Seraphim. Who are spoken of in Isaiah chapter 6, Revelation chapter 4. Die zum Beispiel in Jesaja 6 oder Offenbarung 4 genannt werden. In Revelation 4. Yeah. And the highest order are known as cherubs. Und in der höchsten Kategorie finden wir die Cherubi. And Satan was a member of the highest order of beings God chose to create. Und Satan gehörte offensichtlich zu der höchsten Kategorie der geschaffenen Wesen. So he was one among many equals. Und er war einer unter vielen Gleichen. But then God selected this cherub and anointed him. Doch dann nahm sich Gott diesen einen Cherub und salbte ihn. And with this anointing now became number one in power and authority as well. Und mit dieser Salbung wurde dieser eine Cherub die Nummer eins in seiner Autorität. As Michael the Archangel, this anointing made Satan the Archcherub. So wie Michael der Erzengel ist, machte diese Salbung Satan zum Erzcherub. So he's now number one in wisdom, beauty, power and authority. Also war er der Erste nicht nur in Weisheit und Schönheit, sondern auch in Kraft und in Macht. The third thing about nature is in verse 15. Den dritten Charakterzug Satans können wir in Vers 15 erkennen. You are perfect in your ways from the day that you were created. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Was created absolutely perfect, no flaws whatsoever. Als Satan geschaffen wurde, war er absolut perfekt, ohne jeglichen Fehl. With the perfection of making a choice contrary to his nature. Aber in seinem Wesen befand sich auch die Möglichkeit, sich entgegen seines Wesens zu entscheiden. He was perfect and holy, but he could make an unholy and an imperfect choice. Mit anderen Worten, er war perfekt und heilig, war aber mit der Fähigkeit ausgestattet, eine imperfekte, unheilige Entscheidung zu treffen. Doch diese Entscheidung traf er nicht in seinem ersten Aufenthaltsort, sondern in seinem zweiten. Now Job chapter 38 verse 7 teaches this. Hiob Kapitel 38 lehrt das folgende. When God created the heavens and the earth, the angels were already in existence. Als Gott die Himmel und die Erde schuf, waren die Engel bereits existent. So sometime after an unknown duration, when he was in his first abode, then came Genesis 1:1. Heißt mit anderen Worten, wir wissen nicht, wie viel Zeit verstrich zwischen der Schaffung der Engel und dem ersten Aufenthaltsort für die Engel und 1. Mose 1, Vers 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Am Anfang, heißt es dort, schuf Gott Himmel und Erde. And when God created the earth, he gave the authority of the earth over to Satan. Als Gott die Erde schuf, gab er Satan die Autorität über die Erde. That became his second abode. Und das wurde sein zweiter Aufenthaltsort. And the verse 13 is called, you were in Eden, the garden of God. Und deswegen Vers 13, du warst im Garten Eden, dem Garten Gottes. Now the Eden of Ezekiel is not the same Eden as Genesis. Uns muss aber bewusst sein, dass der Garten hier in Ezekiel nicht der gleiche Garten ist wie in 1. Buch Mose. The Garden of Eden in 1. Moses is a vegetable garden. Der Garten im 1. Buch Mose sehen wir als einen Garten voll Pflanzen, voll Obst und Gemüse. But the Eden of Ezekiel 28 is a mineral garden. Aber der Garten in Hesekiel 28 wird uns als mineralischer Garten vorgestellt. There are no oceans, no seas. Keine Meere, keine Ozeane. It was a beautiful mineral garden covered by these 10 precious stones or metals. Ein wunderschöner mineralischer Garten, der von diesen 10 hier genannten Edelsteinen überzogen wurde. And the stones exuded light. Und diese Steine gaben sogar Licht von sich. So it says he walked up and down in the midst of the stones of fire. Weil hier steht, er wandelte ja unter diesen Steinen des Lichts oder des Feuers. In the second abode is when his fall would come. Und es war eben dieser zweite Aufenthaltsort, wo sein Fall
geschah. As the prince of Tyre the centuries later, the king of Tyre the centuries earlier. Genauso wie der Prinz von Tyros viele Jahrtausende später, fiel der König von Tyros viele Jahrtausende früher. He began to meditate the wrong way about his beauty, wisdom, power and authority. Was passierte war, fing an, auf eine falsche Art und Weise über seine Weisheit, Schönheit, Macht und Autorität nachzusinnen. He was filled with pride and that pride will lead to his fall. Sein Herz füllte sich mit Stolz und dieser Stolz führte zu seinem Fall. The pride factor comes out in verse 17. Den Stolzfaktor lesen wir in Vers 17. Your heart was lifted up because of your beauty. You've corrupted your wisdom by reason of your brightness. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. The same point is made in 1 Timothy chapter 3. Die gleiche Aussage finden wir oder Warnung finden wir in 1. Timotheus Kapitel 3. There Paul outlines the qualifications for those who desire to become elders in the local church. In 1. Timotheus 3 werden uns die Qualifikationen für Älteste durch Paulus für die Ortsgemeinde genannt. In verse 16 he tells them never choose a new believer. Und im Vers 16 wissen wir, dass wir niemals einen Junggläubigen zum Ältesten machen sollen. And why not? Warum nicht? A new believer is spiritually immature. Im Vers 6, warum? Weil ein Neubekehrter geistlich unreif ist. If he's given authority before he's mature enough for it, it might fill him with pride. Wenn er also Autorität bekommt, bevor er geistliche Reife erlangt hat, kann das sein Herz mit Stolz erfüllen. And he'll fall in the same sin that Satan fell, the sin of pride. Und er kann so in die gleiche Sünde fallen, in die Satan fiel, nämlich die Sünde des Stolzes. The first sin ever was the sin of pride. Die erste Sünde jemals, die je geschah, war die Sünde des Stolzes. And the first sinner was Satan. Und der erste Sünder war Satan. Now we'll turn to Isaiah chapter 14. Lasst uns jetzt Jesaja 14 aufschlagen. And Isaiah will give us the content of Satan's pride that led to his fall. Und in Jesaja 14 erfahren wir was über den Kontext des Stolzes Satans, der zu seinem Fall geführt hat. He begins by summarizing the fall of Satan in verse 12. Der Prophet Jesaja fasst den Fall Satans im Vers 12 zusammen oder beginnt damit, in Vers 12 zusammenzufassen. How are you fallen from heaven, O Daystar, son of the morning? Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? And that was his name before his fall, Daystar, son of the morning. Und das eben war sein Titel, sein Name vor seinem Fall, Glanzstern, Sohn der Morgenröte. And then in verses 13 and 14 explains why the fall came. Und im Vers 13 und 14 werden wir darüber informiert, warum er gefallen ist. When he was filled with pride, that pride led to a declaration of five I wills. Als sein Herz sich mit Stolz füllte, führte dieser Stolz zu einer Erklärung von fünf Ich will. And each I will has a specific significance to it. Und jedes dieser fünf Ich will ist besonders signifikant. In verse 13, first of all, I will ascend into heaven. In Vers 13 finden wir das erste ich will zum Himmel hinaufsteigen. He was not happy with the high position God had already given him. Mit anderen Worten, er war nicht zufrieden mit dieser überaus großen und hohen Position, die Gott ihm bereits gegeben hatte. As the canopy over the throne and the one authority over the planet. Er war doch das Kanapee über dem Thron Gottes und die einzige Autorität über den Planeten. He wanted a higher authority than he already had. Und trotzdem strebte sein Herz nach einer höheren Autorität gegenüber der, die er schon innehatte. The only higher authority was God's own throne. Und die einzige Autorität, die noch übrig blieb, war Gottes Thron. With the first I will, he no longer wanted to be the one overshadowing the throne. Also mit dem ersten Ich will wollte er nicht nur derjenige bleiben, der den Thron Gottes überschattete. He now wished to be the throne sitter. Er wollte jetzt selbst der Throninhaber werden. Secondly, he said, I will ascend into heaven. I'll exalt my throne above the stars of God. Zweitens sagt er, hoch über den Sternen Gottes will ich meinen Thron aufrichten. The word star is used symbolically, it symbolizes the angels. Wenn immer das Wort Stern in der Schrift symbolisch genutzt wird, ist es ein Symbol für die Engel.
With the second I will, his desire was to remove Michael from being the archangel. Mit dem zweiten Ich will drückt er aus, dass es seine Absicht war, Michael als aus seiner Position des Erzengels zu stoßen. To become the sole authority over every individual angel himself. Um als alleinige Autorität über alle Engel zu gelten. Thirdly, I was set upon the mount of the congregation in the uttermost parts of the north. Und drittens sagte, ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. These are terms used elsewhere by the prophets when they described the Messiah's rule over Israel and the kingdom. Das ist ein Ausdruck. Der Ausdruck, den wir hier finden, finden wir auch an anderen Orten in der Prophetie durch die Propheten. Und zwar beschreibt es die Königsherrschaft des Messias über sein Volk Israel. Satan knew that the plan of God included for the Son of God to rule over Israel and the kingdom. Satan wusste genau, dass der Plan Gottes auch beinhaltete, dass sein Sohn eines Tages die Königsherrschaft über sein Volk antreten würde. Now Satan wished to become the messianic ruler over Israel himself. Und so wünschte oder begehrte Satan sogar, König über eben dieses auserwählte Volk zu werden. Fourthly, in verse 14, I'll ascend above the heights of the clouds. Das vierte Ich will finden wir im Vers 14. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen. And the word cloud is just symbolically, it symbolizes God's glory. Wenn immer das Wort Wolke symbolisch in der Schrift gebraucht wird, dann ist es ein Symbol für Gottes Herrlichkeit. It's the unique glory that we just call the Shekhinah, the Shekinah glory. Die Herrlichkeit, die wir auch als die Shekhinah kennen, die Herrlichkeit Gottes. It's a glory that belongs to God alone, but Satan now wished that glory for himself. Es ist eben diese Herrlichkeit, die exklusiv ausschließlich Gott gehört, und auch diese Herrlichkeit wollte Satan jetzt für sich beanspruchen. And fifthly, I'll make myself like the Most High. Und fünftens sagte, ich will mich dem Höchsten gleich machen. Now, First Moses chapter 14, verses 9 through 11 teaches this. In 1. Mose 14, Vers 9 bis 11 finden wir das Folgende. When God is called the Most High, it emphasizes God as the possessor of the heavens and the earth. Wenn Gott der Allerhöchste genannt wird, dann wird er als der Eigentümer des Himmels und der Erde benannt. In his fifth I will, his intent was to become the sole possessor of all that God created in Genesis 1:1. Mit anderen Worten, sein fünftes Ich will bringt zum Ausdruck, dass er jetzt zum alleinigen Eigentümer über Gottes ganze Schöpfung werden wollte. With these five I wills, he led a revolt against God's authority. Und mit diesen fünf Ich will führte er einen Aufstand gegen Gottes Autorität an. He was followed by one third of all the angels God created. Und ihm folgte ein Drittel aller bis je geschaffenen Engel. So Satan and these angels fell. Und so fiel Satan und dieses Drittel der Engel. And the day stars of the morning now became Satan, the adversary. Und der Morgenstern, der Glanzstern, wurde nun Satan, der Widersacher. And the angels that fell with him now became the demons. Und die Engel, die mit ihm fielen, wurden dort zu den Dämonen. He lost the place of his first two abodes. Und er verlor den Anspruch, den Platz in seinen ersten zwei Aufenthaltsorten. The third abode is his present abode. Und sein dritter Aufenthaltsort ist der heutige Aufenthaltsort. Let's turn first of all to Ephesians chapter 2. Lasst uns dazu Epheser Kapitel 2 aufschlagen. We'll read verse 2. Epheser Kapitel 2, Vers 2. Epheser 2, Vers 2 sagt, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Let's read chapter 6, verse 12. Und lasst uns dazu auch im gleichen Brief, Kapitel 6, Vers 12 lesen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In chapter 2, verse 2 is the prince of the powers of the air. Im Vers 2 von Kapitel 2 wird er zum Fürsten der Macht, beschrieben als der Fürst der Macht der Luft. In chapter 6, verse 12, he's in the heavenly places. Und in dem Vers 12 von Kapitel 6 wird beschrieben, dass er sich in der Himmelswelt befindet. His present abode can be described as the atmospheric heavens.
Mit anderen Worten, sein gegenwärtiger Aufenthaltsort kann als der atmosphärische Himmel beschrieben werden. Where does Satan live today? He lives in the air, he lives in the atmosphere. Wo Satan heute lebt, das ist der atmosphärische Himmel, das ist die Luft. But he has free access to two other localities. Und trotzdem hat er freien Zugang zu zwei weiteren Orten. First of all, he has access into heaven. Erstens hat er Zugang zum Himmel. To this day, go up to heaven whenever he wants to, according to Job chapters 1 and 2. Nach Hiob Kapitel 1 und 2 wissen wir, dass Satan zu jeder Zeit, wenn immer er will, bis heute in den Himmel gehen kann. When he goes to heaven, he goes for one reason, which is to be an accuser. Und wenn er in den Himmel steigt, dann aus einem Grund, nämlich um als Verkläger aufzutreten. He accuses two different groups. Und er verklagt zwei verschiedene Gruppen. In Zechariah chapter 3 verse 1 he is Israel's accuser. In Zechariah 3 Vers 1 ist er der Verkläger Israels. Accusing Israel of their sins. Er verklagt Israel wegen ihrer Sünde. Revelation chapter 12 verse 10 he is also the accuser of the brethren. Und in Offenbarung 12 Vers 10 wird er uns als der Verkläger der Brüder der Gläubigen vorgestellt. If a believer falls into a state of sin, eventually Satan will appear before God the Father to accuse the believer of that sin. Wenn ein gläubiger Christ in Sünde fällt, dann ist Satan bereit, um eben diesen Christen vor dem Thron Gottes zu verklagen. That's one reason why we need the ministry of Jesus as our advocate, as our lawyer. Das ist einer der Gründe, warum wir den Dienst des Herrn Jesus Christus brauchen als unseren Verteidiger, als unseren Rechtsanwalt. And when a believer is accused of a sin, then the Messiah can say, lay that sin upon my account, I paid for that sin when I died on the cross. Wenn ein Gläubiger von Satan vor dem Thron Gottes verklagt hat, dann ist unser Verteidiger in der Lage zu sagen, leg diese Sünde auf mich, denn ich habe den Preis für diese Schuld vollständig bezahlt. This is a basic truth every believer should know. Das ist eine grundlegende Wahrheit, die jeder Gläubige wissen sollte. If you're a believer, you have a Jewish lawyer sitting at the right hand of God the Father. Wenn du ein gläubiger Christ bist, dann hast du einen jüdischen Verteidiger, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. He's never lost a case yet. Und er hat bis heute nie einen Fall verloren. That's why his salvation is eternally secure. Und das ist der Grund, warum das Heil ewig sicher ist. Go to page 2. Lass uns die Seite 2 aufschlagen. The second place he has access to is to the earth. Und der zweite Ort, zu dem er Zugang hat, ist die Erde. God gave to man the authority over the planet. Gott hat dem Menschen die Autorität über die Erde gegeben. But when man fell, he lost that authority and Satan usurped the authority away from man. Doch als der Mensch selbst fiel, hat er diese Autorität über die Erde verloren und Satan hat sie an sich gerissen. So John 12 verse 31 says he is the prince of this world. Deswegen sagt Johannes 12 Vers 31, er ist der Fürst dieser Welt. In 2 Corinthians 4 4 he is the god of this world, this age. Oder in 2. Korinther 4 Vers 4, er ist der Gott dieser Zeit, dieses Zeitalters. In Luke chapter 4 verses 5 to 7, he is the prince of the kingdoms of this world, he can offer these kingdoms to whomsoever he wills. Und in Lukas 4, Vers 5 bis 7 wird er als Prinz dieser Welt vorgestellt. When he comes down to the earth, he comes down in one of two different forms. Wenn immer Satan auf diese Welt kommt, dann kommt er in einer von zwei Arten oder Formen in diese Welt. The first form in 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9 is in the form of a lion. Die erste Form finden wir zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9, und zwar in Gestalt eines brüllenden Löwen. And as a lion, his purpose is destruction. Und als brüllender Löwe ist sein Ziel Zerstörung. This is the way he's often appeared to the Jewish people throughout Jewish history. Und das könnt ihr im Laufe der Weltgeschichte sehr oft anhand des Volkes Israels nachzeichnen. Satan works at one basic principle. Satan arbeitet nach einem grundlegenden Prinzip. Whomsoever the Lord loves, he will hate. Wen immer der Herr liebt, wird er hassen. And God has spelled out his eternal love for the Jewish people. Und der Herr hat eine ewige Liebe für das Volk Israel. So Satan has had this long war against the Jews throughout Jewish history. Und so hat und führt Satan diesen Kampf gegen das jüdische Volk, den ihr über die Weltgeschichte
verfolgen können. He's also been the roaring lion to the church, the true body of believers. Gleichzeitig tritt er aber auch als brüllender Löwe gegen die Gemeinde, gegen die Christen auf. In early days of church history, used Roman government to try to destroy the church by using literal lions in the arenas of Rome. In den frühen Tagen der Gemeinde Jesu wissen wir, dass Satan zum Beispiel das römische Imperium gebrauchte, um die Gemeinde zu verfolgen, um die Gemeinde zu töten. And throughout history, he has used different types of governments to try to destroy the churches in those ages. Und im Laufe der Zeitalter der Geschichte können wir sehen, wie Satan verschiedene Regierungen gebrauchte, um die Christen zu verfolgen. He continues with that policy to this day. Und er folgt diesem Muster bis zu dem heutigen Tag. The second motif by which he comes down is that of an angel of light. Und die zweite Form, in der er sich auf diese Welt begibt, ist als Engel des Lichts. As a roaring lion, his purpose is destruction. Als brüllender Löwe ist seine Absicht die Zerstörung. As an angel of light, his purpose is deception. Als Engel des Lichts ist es seine Absicht zu täuschen. Satan's fifth I will was, I'll make myself like the Most High. Der fünfte Ich-will-Ausspruch Satans war doch, ich werde mich wie der Allerhöchste machen. Even he knew he could not simply become the Most High by wishing it. Obgleich er wissen musste, dass er niemals nur aufgrund dieses Wunsches zum Höchsten werden konnte. He said, I'll make myself just like him. Trotzdem sagte er, ich werde mich machen wie er. In doing so, he has inaugurated a counterfeit program. Und um eben das zu tun, hat er ein Täuschungsprogramm gestartet. The nature of counterfeit money is to like real money. Schaut, die Natur jedes Falschgeldes ist doch, dass es wie echtes Geld aussieht. So those of us untrained will may have handled counterfeit money and not know it because we're not trained to tell the difference between the counterfeit and the genuine. Mit anderen Worten, diejenigen unter uns, die nie unterrichtet oder gelehrt wurden über Falschgeld, haben wahrscheinlich schon Falschgeld in ihren Händen gehabt, eingenommen und ausgegeben, ohne dass wir es bemerkt haben. Counterfeits do tend to have some kind of a flaw. Fälschungen haben trotzdem die Tendenz dazu, dass sie Fehler haben. Maybe the wrong paper was used. Vielleicht wurde das falsche Papier gebraucht. The wrong kind of ink was used. Oder wurde die falsche Tinte eingesetzt. Not quite the correct design of some obscure corner of the bill. Oder vielleicht findet sich auf der Banknote in irgendeiner Ecke ein Fehler im Design, in den Linien, in der Zeichnung. But it is not an obvious flaw. Aber das ist keinesfalls ein offensichtlicher Fehler. It takes those who have been trained to tell the difference to be able to spot what is the counterfeit. Es braucht speziell ausgebildete Menschen, die Falschgeld von echtem Geld unterscheiden können. So let's turn to 2 Corinthians chapter 11. Lass uns also 2. Korinther 11 dazu aufschlagen. I'll read verses 3 and 4. 2. Korinther 11, die Verse 3 und 4. In 2. Korinther 11, Vers 3 lesen wir: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. In verse 4 he labels three things by the word another. Im Vers 4 bezeichnet er drei Dinge mit dem Wort ein anderes. Another Jesus, another Spirit, another Gospel. Einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. In Greek there are two different words which are used that carry a slightly different shade of meaning. Im Griechischen werden verschiedene Worte für dieses andere gebraucht, die eine leicht unterschiedliche Bedeutung haben. The first term means another of the same kind. Der erste Ausdruck im Griechischen ist ein anderer von der gleichen Art. But the word for the Spirit is another of a different kind. Aber das Wort hier für Geist ist ein anderer von einer anderen Art, nicht von der gleichen Art. And the word for Gospel means another Gospel of a different kind. Und auch das Wort für Evangelium ist ein anderes von einer anderen Art. So the Gospel is not the Gospel of a different kind, the Spirit not the Spirit of a different kind. Heißt mit anderen Worten, der Geist ist nicht ein gleicher Geist anderer Art oder ein gleiches Evangelium anderer Art. But the Jesus is another Jesus of the same kind.
Aber wir haben es hier mit einem anderen Jesus von der gleichen Art zu tun. One that sounds like and seems like the Jesus of the New Testament. Einer, der wie der Jesus des Neuen Testaments auftritt oder sich ausdrückt. But it's a carefully disguised counterfeit. Aber seid vorsichtig, es handelt sich dabei um eine Täuschung. Now let's read verses 13 and 14. Und lasst uns die Verse 13 und 14 lesen. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Licht an. Those who are propagating the counterfeit Jesus are declared to be false apostles. Diejenigen, die eben diesen falschen Jesus predigen, werden hier als falsche Apostel bezeichnet. But they don't appear to be that way. Doch sie treten nicht wie falsche Apostel auf. They fashion themselves to sound like and seem like real ministers of the Messiah. Sie sehen aus wie echte Diener des Herrn Jesus, oder sie reden auch wie echte Diener des Herrn. And so they're reflecting the true Lord Satan. Dennoch reflektieren sie ihren wahren Herrn Satan. Who's the angel of this darkness, but he fashions himself to appear as an angel of light. Der Herrscher über die Finsternis ist, aber sich selbst als Herrscher des Lichts verkleidet. The counterfeit program of Satan is to present the Jesus that appears to be the Jesus of the New Testament, but it is a counterfeit. Mit anderen Worten, das Täuschungsprogramm Satans beinhaltet unter anderem, dass er versucht, den Messias, den Jesus des Neuen Testaments darzustellen, aber als Täuschung, als Fälschung. And now turn to Matthew chapter 7. Und bitte schlagt jetzt mit mir Matthäus 7 auf. And we'll see how far the counterfeit program can go and be carried out. Und dort werden wir erkennen, wie weit dieses Täuschungsprogramm gehen wird. We'll read verse 22 and 23. Wir lesen die Verse 22 und 23 von Matthäus Kapitel 7. Viele werden in jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und ich will, dass ihr bemerkt, was diese falschen Apostel im Namen des Herrn Jesus tun werden können. Three things. Drei Dinge. Prophesy events that did come to pass. Sie werden weissagen über Dinge, die angeblich eintreten. Cast out demons. Sie werden Dämonen austreiben. Do many mighty works, even miracles of healings. Und sie werden viele Wunderwerke tun, sogar Heilungen. The Messiah will say to them in that day, I never knew you. Aber beachtet im Vers 23, der Messias wird ihnen dann zu jenem Tag sagen: Ich habe euch niemals gekannt. That's why the mere existence of the supernatural does not prove it comes from God. Und das ist der Grund, warum diese übernatürlichen Dinge, die uns auch heute manchmal begegnen, nicht automatisch ein Beweis sind, dass sie von Gott kommen. Satan is able to duplicate many of the miracles of God. Satan kann viele der Wunder Gottes nachahmen. The real test case is always this. Der wahre Lackmustest ist immer der folgende. Is what's being written and said and taught consistent with the written word of God? Ist das, was gesagt, geschrieben oder gelehrt wird, in Einklang mit dem geschriebenen Wort Gottes? I have a brother-in-law that works with the secret service in the area of counterfeit money. Ich habe einen Schwager und er arbeitet für den amerikanischen Geheimdienst. He was trained to be able to tell the difference between the real and the counterfeit in a specific way. Und im Rahmen seiner Ausbildung wurde er auf eine besondere Art und Weise dahin geführt, Falschgeld von echtem Geld unterscheiden zu können. He was given the American money, dollars, and all of the denominations, so he got to know the genuine very well. Was die Ausbilder machten, ist, sie gaben ihm die amerikanischen Banknoten in jeder Notierung, und zwar alles echte Banknoten. Without being told when, he was slip counterfeit money. Und nach etlicher Zeit wurde ihm, ohne dass ihm das gesagt wurde, eine Blüte untergejubelt. He was able to spot the flaw in the counterfeit only because of his knowledge of the genuine. Und er war tatsächlich in der Lage, diese Blüte als Blüte zu entlarven, nur weil er vorher
das echte Geld sehr gut kennengelernt hatte. The same principle applies to us today. Und das gleiche Prinzip können wir auch auf uns anwenden heute. God's way and God's program is spelled out in the Word of God. Gottes Wege, Gottes Programm, Gottes Prophetie ist in seinem Wort eindeutig dargelegt. And as believers, we must engage in regular study of the Scriptures to get to know the genuine program very well. Mit anderen Worten, wir als Gläubige tragen die Verantwortung, das Wort Gottes, seinen Plan in Tiefe, im Detail und gründlich zu studieren, um seinen Plan gut zu kennen. So when we are presented by Satan's counter program, we can spot the flaw only because of our knowledge of the genuine. Damit wir in der Lage sind, dass wenn wir mit dem falschen Täuschungsprogramm Satans konfrontiert werden, auf im Nu erkennen können, dass es sich dabei um eine Täuschung handelt. But this is Satan today in his dirty boat. He lives in the atmosphere. Say it again, please. This is Satan during his dirty boat today. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist Satan in seinem dritten Aufenthaltsort, seinem heutigen Aufenthaltsort. He lives in the air, but his access into heaven is an accuser. Er lebt in der Luft und er hat Zugang zum Himmel als Verkläger. And next to the earth, either as a lion to destroy or an angel of light to deceive. Und er hat Zugang zu dieser Erde, entweder in Form eines brüllenden Löwen, um zu verwüsten, oder in Form eines Engels des Lichts, um zu täuschen. The last three abodes of Satan are all future. Und die letzten drei Aufenthaltsorte des Satans befinden sich alle in der Zukunft. And we'll discuss them after our break. Und wir werden uns diese drei letzten Aufenthaltsorte nach unserer Pause anschauen.